Herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, und damit wir diesen Monat auch noch voll kriegen mit der Talentschmiede, gibt es heute noch einen Spieler und wir wieder mal wieder im Ausland. Und zwar habe ich heute, also wenn das Video rauskommt, ist das jetzt schon 2 Wochen her, aber am Tag der Aufnahme bin ich heute durch Twitter durchgegangen. Und da schrieb ein User bezüglich möglicher Schalke-Transfers, dass ihm in Holland ein Norweger aufgefallen sei, der rechts außen ist und eigentlich sogar ins Profil von Thomas Reis passen könnte. Jetzt weiß ich nicht, ob es Eredivisie-Experten unter euch gibt, der vielleicht weiß, von wem ich spreche. Der Mann ist 22 Jahre alt, 1,83 Meter groß und eben rechts außen, spielt tatsächlich noch für die norwegische U21, wird aber dann wahrscheinlich ins norwegische A-Nationalteam aufrücken und Haaland demnächst mit Flanken füttern. Ich kann es auflösen, es geht um Hakon Evjen. Hakon Evjen hat in der aktuellen Saison 7 Mal gespielt für Feyenoord und dabei eine Vorlage gezaubert. Wahrscheinlich wechselt er sich mit Diogo ab, ne? Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Er kann aber übrigens auch als Zehner spielen, hat er sogar einmal gemacht diese Saison. Ansonsten hat er für Alkmaar insgesamt 66 Spiele absolviert, 7 Tore, 5 Vorlagen. Davor war er bei Bodø/Glimt, 49 Spiele, 14 Tore und 7 Vorlagen. Er hat auch in der zweiten Mannschaft vom AZ Alkmaar gespielt, 21 Tore, Quatsch, 21 Einsätze, 4 Tore, 3 Vorlagen. Und für Norwegen hat er sogar schon tatsächlich ein A-Länderspiel gemacht. Ansonsten für die U21 19 Spiele, 1 Tor, für die U20 3 Spiele, für die U19 auch 3, für die U18 5 Spiele, 2 Tore, für die U17 10 Spiele, 1 Tor, für die U16 4 Spiele und für die U15 3 Spiele. Normalerweise müsste man sich ja vorher mal Videos angucken, ne, um irgendwie die Spieler bewerten zu können. Um dann zu sagen können, was man von denen hält. Ich habe jetzt einfach nur mal rein die Stats gesehen und finde eigentlich, der Spieler hat Potenzial. Früher oder später wird dann noch der Schritt kommen. Wahrscheinlich, ich würde jetzt mal sagen, Richtung Bundesliga. Da könnte ich mir gut vorstellen. Italien sicherlich auch oder Spanien. England ist noch ein bisschen zu früh. Außer ihr sagt jetzt, das ist ein riesen, riesen Megatalent und der müsste eigentlich, der gehört eigentlich in die Premier League. Aber dadurch, dass er halt eben auch erst 22 ist, kann er eigentlich ruhig noch diesen Zwischenschritt gehen und kann quasi sagen, okay, komm, gehen wir nochmal 2, 3 Jahre durch die Bundesliga oder Serie A oder so und gehen dann in die Premier League. Er muss ja nicht wie sein Bruder Haaland komplett steil gehen und schon in der Premier League mit 23 rasieren. Deswegen, er ist auf dem Schirm und das, was der Bruder von Schalke 04 geschrieben hat, kann ich mir auch vorstellen. Er würde da wahrscheinlich auch reinpassen. Frage ist dann halt wirklich nach wie vor wirklich bei solchen Vereinen die Ligenzugehörigkeit, weil ob er dann in die zweite Liga gehen wollen würde, weiß ich nicht, wobei das Prestige von Schalke, in seinem Fall würde das wahrscheinlich sogar ausreichen. Ja, er hat noch Vertrag bis 24, das wäre dann nächstes Jahr. Auch da könnte man sagen, komm, lass das ein Jahr noch machen und dann kannst du mal wechseln. Dann ist er immer noch 23. Ich finde ihn auf jeden Fall einen sehr spannenden Jungen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob ihr euch Highlights angeguckt habt, ob ihr Elite-Serien Gönner seid, die sich das Woche für Woche reinziehen. Wenn ihr irgendwie noch mehr über den Spieler wisst, könnt ihr ja gerne eure Meinung dazu abgeben. Ich finde ihn gut, ich finde ihn heiß. Ich würde mich freuen, ihn in der Bundesliga zu sehen. An dieser Stelle sage ich jetzt, für mich ist es jetzt gute Nacht, für euch wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Aho und bis zum nächsten Mal.